Wir sind heute mit unserem Packraft an der Saar bei Saarburg und wir paddeln jetzt nach Winningen, glaube ich, heißt der Ort. So, guten Morgen zuerst mal. Wir befinden uns heute auf der Saar bei Saarburg. Heute ist der 2. September 22 und auf geht's. Wir können jetzt die Saarburg gut erkennen. Das kleine Städtchen Saarburg. Wir sind jetzt vorbei an der Saarburg und erreichen gleich hier eine Linkskurve und da soll es dann rechts in den Alparm der Saar gehen und der soll so schön sein, das wollen wir uns mal angucken. Das sind sogenannte Saarschwäne. Kommt wieder einer zum Angriff. Hier an der Saar in Schoden ist jetzt eine Ausstiegsstelle und eine Einstiegsstelle in den Altarm hinein. Etwa noch 160 Meter nach dort. Hier beginnt jetzt die Kanu-Safari in einem Naturschutzgebiet, etwa 5 bis 6 Kilometer lang. Ja, und hier ist die Einstiegsstelle. So, wir haben den Einstieg geschafft in Schoden auf den Altarm Saar. Und vor uns jetzt ein einzigartiges Naturschutzgebiet.
Thank you.
Hier haben wir jetzt die nächste Einstiegsstelle an der Schleuse in Katzen. Und das ist ein Kanal. So, wir sind jetzt durch den Kanal und kommen jetzt wieder in die Saar. Gegen den Wind und gegen die Ströme. Und 24 Grad. Die Sonne steht schon. Hier wartet dann noch eine Überraschung auf uns, denn irgendwo geht es hier rechts rein und man kann bis zu einem Wasserfall fahren. So, wir sind jetzt in der Altstadt von Grabow, im Mittelalter.
geht es oft nicht mehr.